Alles kommt aus dir. Die Bäume und das helle Gras, der Regen, Dunst im Sonnenlicht, die Vögel künden von dir, alles wird neu. Ein Stück Schöpfung, jedes Jahr aufs Neue. Pflanzen, die jedes Jahr aufs Neue wieder blühen und aufleben. Einzelne Beeren ergeben zusammen eine Weintraube. Neben der Weintraube sieht man einzelne Blätter der Weinrebe. Achtmal umgeben diese Weintrauben mit dem frischen Laub das Bild in der Mitte. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und Jesus ist der Weinstock. Gott ist der Weingärtner und erwartet, dass wir viel Frucht bringen, eine gute Ernte einfahren und die Jüngerinnen und Jünger seines Sohnes werden. Was ich damit sagen will. Gott hat in der Schöpfung uns so viel gegeben, so viel Antwort gehabt. Es ist so viel verloren gegangen, dass wenn ich links abbiegen will, den entgegenkommt und so weiter. Das ist schließlich eine Vertrauensfrage. In der Ehe, in der Familie, überall ist die Vertrauensfrage. Im Zentrum unseres Handelns steht Jesus Christus. Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus wurde in ein Felsengrab gelegt, als er vom Kreuz abgenommen wurde. Ein Felsengrab neu geschlagen, neu gehauen, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Und dann kommt es die Frage der Frauen am nächsten Tag morgen, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Das ist dieser Stein, der vor das Grab gewälzt wurde. Klaus, heute haben wir wirklich ordentlich was getan. Ich denke, die kleine Pause die können wir wohl jetzt gehen. Richtig, das machen wir. Erinnere mich doch bitte dran, nächstes Mal müssen wir, wir haben doch die Rose Eden. Die erinnert doch so schön an das Paradies.
Die müssen wir unbedingt schneiden, nicht? Ja, ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass in diesem Sommer der Regen den Rosen doch ziemlich doll zugesetzt hat. Ach, ja, aber wahrscheinlich kommt das noch ein bisschen. Das ist nicht so doll. Ja. Das war früher Küstersgarten, da war viel Gemüse drin. Aber dieses Gebäude hier rechts, das war ja mal ein ehemaliges Nebengebäude von einem Kloster. Ja. Das heißt also, dieses Gelände hier könnte ja auch mal ein Klostergarten gewesen sein. Durchaus, weiß ich nicht, die Zeit ist, weiß ich nicht, ob die irgendwo dokumentiert ist. Ja. Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat Hildegard von Bingen ja schon mal ein Praktikum gemacht. Das wäre eine Sache, aber du, dann müsstest du publik machen. Es geht darum, dass wir diesen Unterschied darstellen. Einmal heißt es, macht euch die Erde untertan. Auf der anderen Seite heißt es, bewahret sie, hütet sie, behütet sie. Und der Mensch im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende hat es also ziemlich missbraucht, diesen Ausdruck, und beutet die Erde aus, anstatt sie zu bewahren, zu hüten. Wir merken die Naturkatastrophen, Flutkatastrophen sehr deutlich, was draus wird.